Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Ich war wohl letzte Woche etwas zu voreilig, denn die letzte Folge ist zwar die erste der neuen siebten Staffel gewesen, aber ich habe aus Dusel ganz vergessen, dass es ja noch eine weitere Folge geben sollte, die die sechste Staffel mit 20 Folgen komplett macht. Also dachte ich mir, wir holen das Ganze einfach diese Woche mit dieser Folge nun nach und vervollständigen heute die sechste Staffel. Nächste Woche machen wir dann wie gehabt weiter. Sollten euch verlassene Orte und Lost Places hier in Ostdeutschland interessieren, dann kommt gerne mit auf diese und viele weitere Touren auf unseren Kanal. Damit geht es nun rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die letzten ruinösen Überreste des einstigen Eilenburger Bahnhofes. Auch der Kern dieser Folge bzw. die Aufnahmen vom Innenbereich der Bahnanlage sind schon einige Zeit alt. Sie entstanden bereits im September 2015, also wird es nun endlich Zeit, euch auch diese Aufnahmen etwas näher zu bringen. Darüber hinaus haben wir im letzten Winter bei gutem Wetter noch einige zusätzliche Aufnahmen von außen drehen können. Ein Reinkommen war allerdings nicht mehr möglich. Wie ich nachlas, wird die Anlage schon bald ihr 150-jähriges Bestehen feiern, obwohl es eigentlich nicht viel zu feiern gibt. Aber schauen wir erst einmal zurück in diese 150 Jahre Vergangenheit, Betrieb, Wandel, Arbeit und Niedergang. Das heute in einen Park umgewandelte 10 Hektar große Grundstück mit einer Länge von 900 und einer Breite von 150 Metern befindet sich im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Reudnitz war damals übrigens noch eigenständig als Gemeinde, hatte aber in Stadtnähe immer noch den Platz für eine solche Installation. Die Stadt Leipzig verfügte damals über ein reichsweit gesehen sehr gut ausgebautes Eisenbahnnetz mit gleich 5 Bahnhöfen, doch eine Bahnlinie nach Eilenburg war wohl damals noch nicht vorhanden. Hier ging es natürlich um Geld, wenn auch Wirtschaftlichkeit darüber stand. Somit entschloss sich die 1868 in Berlin gegründete Halle-Sorau-Gubener Eisenbahngesellschaft, kurz HSGE, einen weiteren Bahnhof im östlichen Leipzig zu bauen. Nach mehrmonatigen Verhandlungen mit der Stadt Leipzig erhielt man am 24. Dezember 1872 die Zusage für das Areal und den Bau eines Bahnhofes. Die Bahntrasse wurde daraufhin zügig in Richtung Eilenburg verlegt und schloss auf deren Strecke gleich mehrere Orte wie Stünz, Anger, Portitz und unter anderem auch Taucha mit an. Am 1. November 1874 wurde die Bahnstrecke von Leipzig nach Eilenburg feierlich eingeweiht und erst einmal durch den Personenfernverkehr genutzt. In den ersten Betriebsjahren entstand bis 1876 auf dem neuen Bahnhofsgelände ein 115 Meter langes und 18 Meter breites zweigeschossiges backsteinernes Empfangsgebäude durch einen Entwurf von Architekt Richard Steche. Die Kosten beliefen sich auf 365.000 Mark. Dort befanden sich vor allem Speisesäle und Warteräume für Bahnreisende sowie Personal. Zwar war unser Leipziger Hauptbahnhof noch nicht ganz fertiggestellt, dennoch wurde der hier gezeigte Bahnhof schon am 1. Mai 1915 von seiner Personenfernverkehrsbeförderung befreit. Ab dieser Zeit konnte man von hier aus nur noch in Richtung Eilenburg fahren. Den Fernverkehr übernahm nun der fast fertiggestellte Hauptbahnhof. Dafür nutzte man die Anlage wie ursprünglich auch angedacht nunmehr für die Güter- und Eilgutabfertigung und auch als Bahnmeisterei, wo man bis heute auch noch Spuren finden kann. Am 2. November 1942, also nach fast 70 Jahren Betrieb und Personenverkehr,
stellte man schlussendlich auch die Verbindung nach Eilenburg komplett ein. Bei den schweren Bombardierungen auf Leipzig während des Zweiten Weltkrieges wurde das große Hauptgebäude am 4. Dezember 1943 vollständig zerstört und infolgedessen nie wieder aufgebaut. Auch die restliche Anlage trug schwere Schäden davon, was die Zukunft des Bahnhofes zunichte machte. Nach dem Krieg konnte man die restliche Anlage nur noch zur Güterabfertigung verwenden. Ab den 60er Jahren wurden die Kriegstrümmer und beschädigten Gebäude Stück für Stück abgerissen und beseitigt. In den darauffolgenden Jahren nutzte man den Bahnhof, welcher als solcher nur noch aus einigen Abfertigungsgebäuden, einem Rundlokschuppen und mehreren Gleisspuren bestand, immer weniger zur Güterabfertigung. Dafür aber mehr als Abstellplatz für Bauzüge der Deutschen Reichsbahn, als Lagerplatz der Brückenmeisterei Halle und als Rangierbahnhof. Bis 1973 fanden noch Überführungsfahrten zur Versorgung des damals anliegenden Industriegebietes mit maximal 20 Waggons pro Zug statt. Der letzte Betrieb, der noch durch die Eisenbahn über den Eilenburger Bahnhof quer durch die Stadt versorgt wurde, waren die Leipziger Buchbindereimaschinenwerke in Anger-Grottendorf. Als auch dieses Werk schloss, wurde der Bahnhof mit Meisterei und Güterabfertigung ohne Aufgabe unbrauchbar und schlussendlich 1994 stillgelegt. Anschließend verfiel die so schon längst in die Jahre gekommene Anlage, bis die Stadt Leipzig 1997 beschloss, das Gelände umzugestalten und einen Park daraus zu machen. Später erhielt der neu entstandene Park zu Ehren der Leipziger Mundartdichterin Lene Vogt auch ihren Namen und bekam 2002 die Auszeichnung zur Erneuerung städtischer öffentlicher Räume, welche vom Zentrum für zeitgenössische Kultur in Barcelona und Architektenzentren in Paris, Rotterdam sowie London und Wien ausgelobt wurde. Es entstanden unter anderem Spielplätze, Rad- und Fußwege. Auch pflanzte man viele Bäume und Sträucher und sorgte für eine Vielzahl grüner Flächen, die von den Leipzigern stets gut angenommen werden. In dem hier gezeigten Objekt sollte eigentlich eine Gaststätte entstehen, doch daraus wurde leider nichts. Bis heute verfallen der Rundlokschuppen sowie Meisterei und Güterabfertigung ohne weiteres Konzept. Es mangelt wohl an Ideen und natürlich auch an Geld. Die Gebäude stehen aber heute unter Denkmalschutz und sind die letzten Zeugen aus einer Zeit, in der es vor 150 Jahren wirtschaftlich war, über Taucher nach Eilenburg mit dem Zug zu fahren. Doch am Ende kam alles anders. Im Inneren gab es nur wenig bis gar nichts aus dieser Zeit zu sehen. Zu lang ist die Anlage ungenutzt. Mittlerweile wohnen ganze Taubenschwärme im Objekt. Der Kot liegt in manchen Räumen Zentimeter hoch. Mal sehen, ob die Stadt hier irgendwas in Zukunft mal ändern lässt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und sollte sich etwas tun, findet ihr dazu Informationen in der Infobox. Zum Abschluss gibt es wie immer noch einige viele Bilder, die wir schießen konnten. Wir wünschen euch alles Gute, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Peace out, bis nächste Woche.